Hallo Yu-Gi-Freunde und willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Yu-Gi-Oh! Spotlight. Ich bin Dirk. Ich bin Robert. Und heute heißt es, ausgestorbene Echsen der Urzeit oder angriffslustige Eroberer der Neuzeit, finden wir es heraus mit dem Reprinted Structure Deck Dino Smashers Fury. Ja! Viel Spaß! Trader, mit uns hast du gute Karten. Eröffnen wollen wir das Spotlight wie immer natürlich mit der Auflösung unseres letzten Gewinnspiels und dieses Mal darf sich freuen der Jonas Rau. Herzlichen Glückwunsch. Aber auch diese Woche haben wir wieder einen netten kleinen Preis in der Verlosung. Wir haben 5 OTS-Packs, 3x12 und 2x11. Genau, und um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, müsst ihr nur 3 einfache Dinge tun. Und zwar als Video liken, den Kanal abonnieren und einen netten Kommentar dalassen. Genau, und dann seid ihr auch schon mit dabei und wir drücken natürlich wieder allen die Daumen. Ja. Toi, toi, toi. Ja, beim letzten Mal habe ich ja mit Jana mir mal die Legendary Decks 2 als Reprint mal angeguckt. Mhm. Und ja, Retro-Produkte sind tatsächlich Sachen, die wirklich sehr, sehr gut bei euch ankommen. Einfach für das Retro-Feeling selber. Genau. Und was mich halt besonders amüsiert hat, muss ich tatsächlich sagen, ist, dass ihr die Token besonders interessant gefunden habt. Also ich habe wirklich zahlreiche Kommentare gelesen, dass die Token halt ziemlich cool sind. Und ja, ja, ich finde sie halt persönlich auch ziemlich cool. Auf jeden Fall. Ne? Und man sieht auch, gerade bei neueren Produkten oder bei Structure Decks oder bei den OTS-Packs ist auch immer wieder mal ein Token mit dazwischen halt kommt. Denn viele Effekte haben ja inzwischen ja, Token-Generatoren und da natürlich den passenden Token mit aufs Spielfeld legen zu können, ist immer eine feine Sache, um so ein bisschen Verwirrung halt zu vermeiden. Was sind jetzt gerade so die Werte von diesem Token, weil die sind ja nicht immer mit 0-0 gespickt, dann noch genau. Die Eigenschaft ist ja mal so ein bisschen variabel. Manchmal auch sehr wichtig. Genau, deswegen finde ich es halt schon recht lustig, dass ihr euch da auch besonders auf die Token halt gestützt habt. Aber auch andere nette Kommentare habt ihr wieder verfasst. Und den ersten liefert diesmal wer? Der Vincent W. Er sagt, ich habe mir sie auch bestellt, also es geht jetzt um die Legendary Decks 2. Mhm. Mich hat nach Jahren wieder das Yu-Gi-Oh! Fieber gepackt. Ich schaue auch gerade die Serie wieder von vorne und diese Decks passen wunderbar in das Nostalgie-Feeling. Vielen Dank für das tolle Video. Ja, sehr gerne und klar, wenn man natürlich die Motivation hat, wieder sich die alte Serie anzugucken, die tatsächlich mit die beste Serie ist, muss ich halt sagen. Ja, auf jeden Fall. Dann lohnt es sich auf jeden Fall, sich nochmal die alten Folgen nochmal richtig schön reinzugönnen. Ja. Denn, ja, Nostalgie ist aber das Beste und quasi die Anfänge nochmal zu sehen, wie alles begonnen hat mit dem ganzen, ja, mit dem Kartenspiel, ist aber eine feine Sache. Ja, vor allem die erste Serie, das Duel Monsters, ist halt doch sehr nostalgisch, selbst im Gegensatz zu GX ist halt doch noch mehr Nostalgiefaktor, ja, noch einfach absolut. Für viel mehr die Kindheit als die nachfolgenden Yu-Gi-Oh! Staffeln. Vor allem, wenn man sich die ganzen Duelle mit den ganzen, ja, nostalgieträchtigen Karten wie Dunkler Magier, Weißer Drache und so weiter halt ansieht, da geht einfach immer so ein bisschen das Herz halt auf, finde ich. Ne? Weil du bist halt damit groß geworden und dann bist halt über die Serie damals zu dem Kartenspiel gekommen und sich sowas nochmal zwischendurch wieder zu gönnen, einfach nochmal für das Feeling, ist einfach eine feine Sache. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Das ist schön. Genau, dann ein Beitrag von FNERF. Was macht ihr eigentlich während der Corona-Zeit? PS, mega geiles Video. Ja, was machst du so während der Corona-Zeit? So? Ich bin viel am Spielen, gerade in der Woche, wenn ja, nicht so viel los ist, Spätschicht ist. Ändert sich bei mir im Moment gerade in den Werktagen nicht so viel. Ja, ich bin viel am Zocken, ich bastel nebenbei noch ein bisschen. Ja, ich nutze tatsächlich die Freizeit, die ich dann zwischendurch noch ein kleines bisschen auch irgendwo noch habe, neben meiner normalen beruflichen Tätigkeit, die ich auch noch ganz gut ausüben kann tagsüber. Nutze ich hauptsächlich dafür, um halt noch zwischendurch mich ein bisschen an neuen Decks zu versuchen. Ich experimentiere gerade mit so ein paar alten Deckthemen, auch mit ein paar neueren Deckthemen, einfach um so ein bisschen auch den neuen Support mal auszuprobieren, der in letzter Zeit so erschienen ist, und mit Eternity Code und mit den ganzen alten Sets. Ich habe ja vor kurzem ja mal beispielsweise die Todfeind-Karten mal zur Hand genommen, mit ein bisschen Dark Hero gespickt und da ein recht coolen, cooles Deck gebaut, um dich halt so ein bisschen zu ärgern bei den letzten Streams. Hat gut funktioniert. Ja. Und auch, ja, jetzt habe ich auch mal so ein bisschen wieder mich an meine Züge dran gewagt tatsächlich und versuche da auch ein bisschen mit den neuen Maschinenwesen-Karten ein bisschen Unsinn anzustellen. Oh, ich freue mich schon. Ja, ich freue also mich schon. Das dürfte interessant werden. Also von daher freut euch da auf die nächsten Streams, wenn ich dann wieder mit meinen Zügen loslege. Dann dürft ihr euch über zusätzlichen Maschinen-Support freuen. Ja, und ansonsten, wenn ich halt mal ab und zu mal ein bisschen Zeit und Lust habe, spiele ich auch ein bisschen irgendwie was am PC oder so oder an einer Konsole. Na, je nachdem, wie die Zeit es einfach zulässt. Aber unter der Woche ist momentan für mich tatsächlich relativ schwierig, weil ich ja trotzdem noch meinen ganz normalen Beruf halt ausüben kann unter der Woche und dann abends noch großartig was zu machen.
muss man mal so ein bisschen gucken, wie viel Motivation dann noch da ist. Ja, stimmt wohl. Ja, genau, und am Wochenende, entweder schaue ich den Stream oder bin selber dabei. Ja, genau. Und ich bin also ja zumindest samstags, ja. Ja, und ich bin ja jeden Samstag im Stream, also da bin ich ja schon froh, wenn ich den Sonntag mal zumindest ein bisschen für mich habe. Ja. Na, aber dann nutze ich auch manchmal die Zeit, um schon die nächsten Sachen halt vorzubereiten. Ja. Ja, von daher. So, der nächste Kommentar kommt dann von Natsu Dragniel. Erstmal schöner Name, ich mag der Fairytale. Ja, absolut. Ich finde die Dame neben Dirk sehr sympathisch, passt sehr gut in die Videoreihe. Ah, bist du nicht alleine, das sind viele Leute, die Jana mögen. Ja, absolut. Vor allem finde ich es halt auch gut, und das haben auch einige angesprochen, dass es auch tatsächlich Frauen gibt, die sich für das Sammelkartenspiel halt interessieren. Mhm. Und es sind zwar sehr wenige, aber wenn man mal auf bestimmten Events mal unterwegs ist oder auf ja vielen größeren Events gerade, trifft man auch tatsächlich die ein oder andere weibliche Spielerin. Also ja. Von daher, die haben da wirklich auch einen gewissen Narren halt gefunden, spielen das Spiel auch wirklich sehr leidenschaftlich und vereinzelt auch wirklich extrem professionell. Das muss man wirklich sagen, ja. Dass man auch einige von diesen weiblichen Pro-Spielerinnen auch tatsächlich im Top-Cut von größeren Events wie so einer YCS einfach wieder sieht. Ne? Also ja, immer wieder. Darf man nicht unterschätzen. Also es gibt, man mag es kaum glauben, aber ja, es gibt Frauen bei Yu-Gi-Oh! Die auch wirklich Interesse und auch Spaß daran haben. Ja, sind nicht nur Begleiter. Ja, von daher finde ich es halt auch gut, dass Jana da unser Team jetzt auch ein bisschen verstärkt und regelmäßig auch dann zu sehen sein wird in den Spotlights, bei einigen Openings beispielsweise oder bei anderen Themen. Und oder auch im Stream. Genau, und dass auch du uns in unserem Team auch ein bisschen unterstützen wirst. Immer noch. Einfach um so ein bisschen Varianz auch mit reinzubringen, weil das hält das Ganze auch ein bisschen lebendiger und auch ein bisschen abwechslungsreicher. Ja. Gut, den letzten Kommentar liefert heute der Sven Drenk. Hallo ihr Lieben, habe jetzt auch Spaß am Aroma-Deck gefunden, nur wegen deinem Deckprofil, Dirk. Macht echt weiter so, Leute, beste Videos. Ja, freut mich, wenn ich euch so ein bisschen dazu motivieren kann, mit ja, meinen Deckprofilen oder auch mit anderen Sachen, die ich im Stream gespielt habe, so ein bisschen zu motivieren, auch solche Sachen mal auszuprobieren. Mhm. Denn es gibt so viele Decks, die eine ganze Menge Spaß machen, auch wenn sie nicht turnierfähig halt wirklich sind. Ne? Aber der Spaß ist ja eigentlich der Hauptfaktor an dem Kartenspiel. Ja. Und wenn du das Aroma-Deck so magst, dann wirst du mich vielleicht nicht unbedingt mögen, denn ich habe einen bösen Ruf wegen dem Aroma-Deck. Ja, ja, also Robert ist schon allgemein als Pflanzenkiller bekannt. Also der Pflanzenmörder. Genau, also von daher, ja gut, ich bin auch der Kuscheltierkiller, also von daher. Ja. Jeder hat so unseren Ruf halt weg, also wer unseren Stream verfolgt, wird auch wissen, warum. Ansonsten schaut gerne mal samstags in unseren Stream rein, ab 14 Uhr geht es bei uns üblicherweise los. Schaltet rein auf twitch.tv/traderonlinevideo für ein bisschen Duell-Action am Wochenende. Robert ist da ja auch gerne mal zwischendurch zu sehen. Gerne doch. Und von daher werden wir jetzt erstmal zu unserem Opening-Tisch rüberhüpfen und dann mal gucken, ob ja die Kreaturen der Urzeit auch heutzutage noch ordentlich zulangen können. Macht's gut, bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir mit unserem ja, Reprint vom Dino Smashers Fury Structure Deck. Ein jo. Deck, was tatsächlich einen größeren Impact gehabt hat, als man vielleicht anfangs vermuten meinte. Genau, gerade mit dem Support, der später dafür kam. Haben wir wirklich ein sehr offensives und wirklich ein sehr, ja auch teilweise Combo-lastiges Structure Deck bekommen, das ich definitiv sehen kann. Denn wir haben das Deck ja vor einiger Zeit ja schon bekommen und das Deck ist nach wie vor immer wieder gut in der Szene und bekommt ja auch immer wieder neuen Support, zuletzt auch einen Eternity Code mit unserem kleinen Bling-Bling-Kroko. Genau, der Dino, der genau. Bonzen-Dino. Ja, der Bonzen-Dino, genau. Da zeigt sich einfach, dass halt Dinosaurier tatsächlich inzwischen halt ein Themendeck geworden ist oder ein Thema geworden ist, was ich halt über neuen guten Support tatsächlich freuen darf. Denn ja, das Structure Deck hat wirklich gezeigt, auch ohne großartiges Extra Deck können wirklich Decks auch sehr gut zulangen. Und ja, wir gucken uns das Structure Deck jetzt nochmal tatsächlich an, diesen Reprint von diesem Produkt, der ja schon vor einiger Zeit erschienen ist, wie gesagt. Und schauen mal im Zusammenhang auch mit dem neuen Support, den wir ja damals jetzt inzwischen bekommen haben in letzter Zeit, wie sich das Deck halt so hält und verhält und grundsätzlich wie so die Spielweise von dem ganzen Deck letzten Endes halt auch ist. Ja, üblicherweise wie bei den Structure Decks halt immer mit vorhanden, haben wir natürlich unsere kleine ja, Spielmatte auf der einen Seite und auf der anderen Seite so ein bisschen Strategietipps, ja, wie das Deck grundsätzlich halt zu spielen ist, also das übliche Spielchen. Ne, was so mögliche Ideen sind, wie man das Deck halt ausbauen kann, welche Sets passenden Support beinhalten und vor allem halt auch, ja, wie man das Deck halt grundsätzlich noch ein bisschen pimpen kann. Und hier, wie gesagt, die stylische Spielmatte mit dem Covermonster, dem Ultimativleiter-Tyranno, dem Boss des Decks. Der ist wirklich ein richtiger Boss. Der ist wirklich ein harter Boss. Also ich glaube, es gibt kein größeres Bossmonster, was halt so einfach zu beschwören und auch dermaßen mächtig ist. Im Vergleich zu anderen Decks, also der kann wirklich gut zulangen und ordentlich zuschnappen auch teilweise. Gut, du hast ja mit dem Deck ja schon so ein bisschen auch Spielerfahrung auch in letzter Zeit gesammelt. Du hast es ja im letzten Streaming-Duell ja auch schon mal angespielt, auch mit dem ganzen neuen Support. Was ist so deine grundsätzliche Meinung zu dem Deck bisher? Also ich mag es sehr gerne, vor allem weil es halt für Going Second ist, das spiele ich halt am liebsten. Und es kann halt super OTKs machen. Das ja. Viele Monster, viele Angriffspunkte und dann haut es einfach nur drauf.
Ja, genau, das ist halt so der Kern des ganzen Decks, dass es halt einfach nur zu lang möchte. Einfach, weil es halt einfach ein offensives Thema ist und die Dinosaurier selber sind ja wirklich Raubtiere, die wollen halt zu lang und zu schnappen, die meisten zumindest. Und deswegen, ja, vielleicht das kleine Baby da. Ja, genau, bis auf die kleinen Babys, die müssen auch lernen, wie man halt zuschnappt und zu lang. Also das werden die auch wohl. Genau, und dann würde ich mal sagen, steigen wir einfach mal so ein bisschen in das Deck einfach mal ein und gucken, was die einzelnen Karten so kann und welche Karte auch tatsächlich heutzutage noch wirklich in dem Dino-Deck auch wirklich Sinn macht und wirklich effektiv spielbar sind. Den Anfang macht unser erster neuer Dino in dem Structure-Deck, der damals erschienen ist, nämlich der Petiteranodon. Der sollte ja durch einen Karteneffekt zerstört werden und auf den Friedhof gelegt werden. Ein Monster vom Typ Dinosaurier, der Stufe 4 oder höher, aus unserem Deck beschwören kann. Aber es darf in dem Spielzug halt nicht angreifen, was aber in den meisten Fällen eher ein kleineres Problem darstellt. Ist eher egal. Oft ruft man damit auch zum Beispiel den guten Dino-Wrestler Pankratops. Weil, ja, der kann dann trotzdem seinen Effekt benutzen, ist ziemlich stark und da der momentan auf 1 ist, kann man den so halt so super so raussuchen. Und nicht nur der ist halt ein gutes Ziel, auch andere Karten, die hat tatsächlich bei ihrer Beschwörung schon eine Menge anstellen können, sind wirklich ein sehr beliebtes Ziel für den Petiteranodon. Ja. Gut, aber wir wollen natürlich nicht unseren Big Boss vergessen, nämlich den Ultimativleiter Tyranno und der hat es wirklich tatsächlich hart in sich. Insbesondere wenn man sich seinen Effekt halt anguckt, dass er nicht nur alle gegnerischen Monster während des beliebigen Zuges verdecken kann, indem er einfach eine eigene Karte zerstören. Eine Dinosaurier muss es tatsächlich sogar sein. Wenn ich glaubst du eine Karte? Eigentlich sogar noch eine Karte, was es dann natürlich noch besser macht, alle gegnerischen Monster zu verdecken, kann im richtigen Zeitpunkt natürlich gegnerische Strategien einfach hart blockieren und unterbrechen. Ja. Also haben wir hier nicht nur eine gute Unterbrechung, sondern Interruption für gegnerische Strategien. Nein, der ganze Kollege darf noch eine ganze Menge mehr anstellen. Genau, wenn dann nämlich Monster im Verteidigungsmodus angreift oder im verdeckten Verteidigungsmodus, dann darf er seinen Effekt aktivieren, das Monster einfach auf den Friedhof legen, ohne es aufzudecken und dann kriegt der Gegner noch 1000 Schaden dafür. Ja, und das ist schon sehr, sehr ordentlich. Genau. Und die Tatsache, dass er auch jedes gegnerische Monster unabhängig davon, wie es halt nicht angreifen darf und das mit 3500 Angriffspunkten ist schon der Knaller. Das ist schon ziemlich stark. Ja, also das ist wirklich, wie schon gesagt, eines der stärksten Boss-Monster überhaupt, was man so bekommen hat und was auch wirklich gut beschwörbar ist. Ja. Denn den guten Kollegen dürfen wir halt auch speziell beschwören, indem wir einfach nur zwei Dinosaurier vom Friedhof verbannen. Und das ist halt einfach in so einem Deck wie dem hier, das ist easy. Ziemlich einfach und sehr, sehr stark. Ja, und weil die Karte auch wirklich noch super, super ist, das muss man dazu auch noch sagen. Ne, dafür haben wir auch noch mehr als genug Optionen. Kann man aber nicht viel mehr dazu sagen, als das ist wirklich der König der Ungeheuer, sag ich mal. Der Dinosaurier. Ja, absolut. Ja. Gut, dann gucken wir mal weiter, was wir noch so Schönes haben. Wir haben noch unsere kleine Kombo-Maschine, den seelenfressenden Oviraptor, der bei seiner Beschwörung erst einmal an den Dinosaurier entweder auf unsere Hand nehmen oder beziehungsweise auf den Friedhof legen darf. Genau. Und auch sein zweiter Effekt ist gar nicht mal so zu vernachlässigen, denn er kann nämlich was noch tun, Robert? Er kann auch ein Dinosaurier-Monster auf dem Feld wählen oder ein normales Monster auf dem Feld wählen. Ist das ein Dino? Es muss tatsächlich ein Dino sein. Du kannst ein Dinosaurier Stufe 4 oder niedriger wählen, dann kann man den zerstören und dafür dann einen Dinosaurier vom Friedhof in die Verteidigungsposition beschwören. Ja, was auch sehr cool ist, insbesondere weil ja die kleinen Baby-Dinosaurier, der Petiteranodon gerade schon, aber auch der andere, der Baby-Ceratops, der auch in dem Deck hier mit drin ist, der gleich noch kommt, sind einfach die perfekten Ziele dafür und dadurch kriegt man einfach einen unglaublichen Kartenvorteil, weil man nicht nur das zerstörte Dinosaurier-Monster durch ein anderes ersetzen darf vom Friedhof, nein, man bekommt durch die Baby-Dinosaurier noch ein weiteres Monster aufs Spielfeld spendiert. Genau. Also das ist halt schon... Kombo-Potenzial ist da schon da. Ja, und Kartenvorteil par excellence, muss man wirklich sagen. Und ich denke, dass diese Karte die ist, die das Dinosaurier-Deck jetzt so stark gemacht hat. Ja, auch auf jeden Fall hilft dem ganzen Deck noch ein bisschen mehr Konstanz zu geben. So, aber wir wollen auch die Spielfeldzauberkarte nicht vergessen, die untergegangene Welt, die auch für einige Kombos nicht ganz irrelevant ist. Denn nicht nur, dass sie unserem Gegner einen Token spendiert, sollte ein Dinosaurier beschworen werden. Nein, sie reduziert auch die Angriffspunkte aller Nicht-Dinosaurier um 500 Punkte, was auch nicht ganz unerheblich sein kann in gewissen Situationen. Zusätzlich haben wir die Möglichkeit, sollte ein Dinosaurier zerstört werden, sei es durch Kampf oder einen Karteneffekt, dürfen wir stattdessen ein eigenes Dinosauriermonster aus unserem Deck zerstören. Von der Hand oder aus dem Deck, ja. Und das ist halt wirklich extrem gut, auch wieder im Zusammenhang mit den ganzen Baby-Dinosauriern. Also von daher seht ihr da, die Karten greifen wirklich sehr, sehr gut ineinander und helfen wirklich, das Feld zu fluten mit Dinosauriern. Ja. Also das kann man nicht anders sagen. Also stimmt, die fluten. Wir fluten wie sonst was. Ne? Genau. Also, ich würde jetzt nicht sagen, wir fluten wie Sau, aber wir tun es tatsächlich. Ja, tatsächlich, ja. Und dann geht es aber weiter mit Überlebensende. Eine Fallenkarte, die man tatsächlich so gut wie gar nicht sieht, weil Fallenkarten einfach langsam sind. Und das Deck ist wirklich ein OTK-Deck, was im zweiten Zug, also quasi halt im
als Going Second Deck wirklich den Gegner schnell unter Druck setzen will und da bringen Fallenkarten einfach nicht viel. Zumindest nicht, wenn man sie nicht sofort aus der Hand aktivieren kann. Und das ist halt richtig und das ist mit der Karte leider halt nicht der Fall, so wie es halt einige andere Fallen tatsächlich halt können. Aber hier haben wir mit Überlebensende trotzdem eine Karte, die wir nicht ganz unterschätzen sollten, wenn man halt ein langsameres Bild halt spielen möchte. Mhm. Denn das Überlebensende kann auch eine ganze Menge interessanter Sachen machen. Und zwar, zerstöre so viele normale Monster auf dem Spielfeld wie möglich. Und falls du dies tust, beschwöre Monster vom Typ Dinosaurier der Stufe 4 oder niedriger bis zur zerstörten Anzahl als Spezialbeschwörung von deinem Deck, aber zerstöre sie während der Endphase. Du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen und dann ein Monster vom Dinosaurier wählen, das du kontrollierst und eine Karte, die dein Gegner kontrolliert, wähle, zerstöre sie. Okay. Genau, mit den normalen Monstern hat man sich natürlich eine gewisse Einschränkung halt reingeholt, was aber durch den Token, den wir produzieren können, durch die untergegangene Welt und auch dem Megaloreißer X als normales Dino-Monster, trotzdem noch zwei Karten sind, die wir spielen könnten, theoretisch in dem Deck, um wirklich dann die kleinen Baby-Dinosaurier halt zu beschwören, die in der Endphase zerstört werden und hat uns dann was beschwören. Mhm. Ist aber eher für die etwas langsameren Decks halt interessant. Ja. Ja. Und der zweite Effekt, dass wir halt so eine gegnerische und eine eigene Dinosaurierkarte zerstören dürfen, ist auch ganz nett, um halt einen Baby-Dinosaurier zu triggern. Aber ich denke, in den meisten Fällen haben wir mehr als genug andere Optionen, um das auch wirklich nutzen zu können. Ja. Gut, dann haben wir ein paar der Klassiker, der den Megaloreißer X, das ist ja Dinosaurier-Vanilla mit 2000 Angriffspunkten. Es gibt ja in dieser Vanilla-Serie mit 2000 Angriffspunkten ja mittlerweile für so ziemlich jeden Typ auch ein eigenes Monster mit 2000 Angriffspunkten. Genau. Das war ja wirklich lange Zeit nicht der Fall, dass wir diese Monster wirklich alle vertreten hatten, zumindest vom Typ und der Eigenschaft her. Genau, da muss man halt andere Optionen spielen, wie damals den Kabasauls. Ja, da gab es zum Beispiel ihn. Es gab auch noch, noch ein paar andere Dinos, die noch ein bisschen stärker waren. Derselbe Saurier zum Beispiel, der war aber kein Wasser, sondern Erde und daher ging ein Bahamut-Hai damit nicht. Genau. Und man hat auch damals sehr lange Zeit noch das Rettungskaninchen gespielt, um die beiden Monster noch aufs Spielfeld zu bekommen. Also das war lange Zeit tatsächlich der Fall, dass Dino auch noch vor dem Structure Deck recht gut spielbar war und halt nur mit vielen Vanillas und mit viel mehr Vanillas, als wir eigentlich heutzutage drin haben. Ja. Gut, dann haben wir den noch vertreten, unseren selben Saurier, den du gerade schon angesprochen hattest. Ganz der genau. war eine kleine Spur noch schwächer, aber trotzdem noch ein sehr guter Beatstick an der Stelle. Wird jetzt im Moment, glaube ich, mehr gespielt als der Megalosaurier, beim Megaloreißer, einfach weil er Erde ist. Ja. Dann haben wir außerdem noch einen zweiten Megaloreißer. Das ist aber seltsam sortiert. Komische Sortierung auf jeden Fall, ja. Dann haben wir den Superleiter-Tyranno, quasi der kleine Bruder vom Ultimativleiter-Tyranno, der auch tatsächlich lange Zeit mal gar nicht so schlecht war, in den ganz alten Formaten, noch als er ursprünglich als er damals erschienen ist. Inzwischen ist er ein bisschen in die Jahre gekommen und wird durch seinen großen Bruder tatsächlich einfach nur hart ersetzt. Nichtsdestotrotz dürfen wir ein Monster als Tribut anbieten, solange er draußen liegt und dem Gegner 1000 Punkte Schaden zufügen. Allerdings darf er ja in dem Spielzug, wenn dieser Effekt benutzt wird, halt keinen Angriff deklarieren, was wieder ein bisschen schade halt ist. Ja, es aber schränkt ihn halt ein bisschen ein. Ja, aber fair muss man halt tatsächlich auch sagen. Ne? Also mit einem 3-3er Monster noch angreifen zu dürfen, nachdem wir 1000 Schaden verursacht haben. Ja, okay. Ist auch schade, dass er tributiert und nicht zerstört. Ja. Aber es ist halt eine sehr alte Karte. Genau, deswegen, da war das halt mit der Spielmechanik mit dem Zerstören und dem kleinen Baby-Dinosaurier noch nicht so vertreten. Genau. Gut, dann machen wir weiter mit Ultimativer Tyranno. Er ist nochmal so das größere Brüderchen vom Superleiter Tyranno. Und der kann schon ähnlich wie der Ultimativleiter Tyranno halt alle gegnerischen Monster angreifen. Und wenn man sich die beiden mal zusammen halt anguckt, merkt man eigentlich, dass der Superleiter Tyranno und der Ultimativer Tyranno zusammen halt den Ultimativleiter Tyranno halt ergeben von den Effekten her. Macht halt die 1000 Punkte Schaden und darf alle gegnerischen Monster halt angreifen. Bin ich froh, dass er kein Fusionsmonster geworden ist. Der Ultimativleiter. Ja, das wäre natürlich auch witzig gewesen, wenn eine Fusion aus den beiden halt der Ultimativleiter geworden wäre. Ja. Aber es wird das Deck halt doch ordentlich schwächen. Und das ist richtig. So, dann haben wir noch ein super antikes Dino-Ungeheuer. Außerdem vertretene Sauropode Brachion, so beides Karten, die man halt eher nicht in dem Deck halt vorfindet. Ich weiß nicht mehr, was die können. Auch nicht übermäßig viel, um den Deck halt wirklich voranzuhelfen. Okay. Also, muss man nicht großartig. Unwichtig, machen. Alles klar. Genau, Tyranno Infinite hat man aber anfangs eine Zeit lang tatsächlich gesehen. Dadurch, dass wir uns auch regelmäßig einige Dinosaurier vom Friedhof verbannen, haben wir mit dem Tyranno Infinite sehr schnell eine ordentliche Schlagkraftmaschine. Mhm. Denn für jeden verbannten Dinosaurier bekommt der Kollege 1000 Angriffspunkte. Also das ist sogar noch mehr als der Grimmarjo für jede verbannte Karte selber halt bekommt. Mhm. Und da wir auch mit ein paar anderen Sauriern definitiv viele Monster auf dem Friedhof oder beziehungsweise Verband bekommen, das sind gerne mal so 3, 4, 5 auch am Stück und das innerhalb eines Zuges tatsächlich, haben wir mit Tyranno Infinite hier noch ein Monster, was sehr schnell einfach hart eskalieren kann. Auf jeden Fall. Und man kann ihn normal beschwören. Das ist halt schon nicht schlecht. Das kommt noch hinzu. Also von daher, das ist eine sehr wichtige Eigenschaft.
So, dann haben wir Schwarzer Brachios. Wenn diese Karte als Normalbeschwörung beschworen wird, können wir ein Monster auf dem Spielfeld wählen und die Position halt ändern, in die offene Verteidigungsposition. Ist ein 1-8er V-Stick, aber mehr macht er letzten Endes halt auch ja, nicht. Stimmt. Also von daher da eher für die Strategie nicht förderlich. Ja. Genauso wenig wie das Jura-Wunderei. Das Ding sammelt halt Zählmarken über einen gewissen Zeitraum und darf dann halt ein Dinosaurier halt beschwören, aber es dauert einfach zu lange. Das geht auf vielen anderen Wegen deutlich einfacher, deswegen ist das Wunderei leider mittlerweile eher verschwunden. Ja. Gilasaurus sieht man nicht unbedingt in Dino-Decks, aber in anderen Decks, die ja so ein bisschen Link- oder auch Synchro-Futter halt gebrauchen. Genau, oder alles mögliche, irgendwo in Richtung Stufe 3er. Genau. Wird im Dinosaurier-Deck aber auch eher weniger gespielt, insbesondere deshalb, weil wir halt eher als Zweiter beginnen wollen und der Gegner dann natürlich gerne mal auch schon ein oder zwei Monster am Friedhof hat. Und der Gilasaurier, wenn er beschworen wird, spendet dem Monster halt ein Monster vom Friedhof halt. Also von daher überlegt man sich halt zweimal, ob man den Kollegen halt speziell beschwören möchte. Gut, dann haben wir den Baby-Cerasaurier, das Geschwisterchen vom Petiteranodon, der halt bei der Zerstörung durch einen Effekt ein Monster der Stufe 4 oder niedriger vom Typ Dinosaurier beschwören darf. Und da haben wir natürlich auch mehr als genug Ziele. Der Oviraptor ist das so das erste Ziel, was man sich im besten Falle halt sucht, wenn man ihn noch nicht hat. Genau. Aber da gibt es auch noch eine ganze Menge anderer Möglichkeiten. Ja. So. Und beide nicht One-Spell hören, daher darf man sie halt beliebig oft in einem Zug benutzen. Ganz genau. Das ist schon ziemlich krass. Ja. Der Verschidosaurier, nicht ohne Grund, inzwischen limitiert. Einfach nicht, aus dem nicht mehr limitiert? Nicht mehr limitiert. War limitiert, ist nicht mehr. Ja, nichtsdestotrotz sieht man ihn nicht mehr so oft in dem Deck. Tatsächlich hat man ihn früher deutlich öfter gesehen. Nicht nur, weil er unsere Dinosaurier während der Mainphase vor Karteneffekten schützen konnte. Nein, er beschützt auch noch ein Monster aus unserem Deck, indem wir ihn selber plus eine beliebige Anzahl Dinosaurier aus dem Friedhof verbannen. Das heißt, wir können damit quasi jeden Dino, den wir mehr oder weniger wollen, aus dem Deck halt direkt beschwören. Was aber da meistens daraus mündet, dass man halt eher kleinere Sachen sogar tatsächlich beschwört, weil man die einfach direkt wieder zerstören möchte durch Effekt. Genau, wenn man das Material halt braucht. Und das beschworene Monster wird am Ende des Spielzugs auch zerstört. Kombiniert gut mit dem Petiteranodon, um dann auf den Pankratops zum Beispiel zu gehen. Genau. Wichtig hierbei ist, der Schutzeffekt, den wir erhalten, wenn wir den Kollegen aus unserer Hand abwerfen, gilt nur während der Main-Phase, das heißt während der Battle-Phase. Und das ist halt die größte Schwäche. Die Dinosaurier sind sie tatsächlich anfällig für jede Art von Effekten. Also eine stürmische Spiegelkraft gegen Dinosaurier ist einfach ein super effektives Mittel. Ja, stimmt wohl. Ja, dann geht es weiter mit Übelschar Salamandra, einer Karte, die man auch tatsächlich nicht sieht. Dann haben wir Stego Cyber, der hat eine kleine Handfalle in dem Fall als Monster, die aber auch wirklich nie gespielt wird tatsächlich in diesem Deck. Außerdem den Trifestus-Trops, der auch als Handfalle fungieren kann tatsächlich. Außerdem haben wir Skelesaurier, ja, ein Zombie tatsächlich und kein Dinosaurier, also von daher. Schon der unpraktisch. Schon, ja, das passt schon ja nicht so ganz gut in das Deck halt rein. Außerdem ist er ein Zwilling, was heißt, wir bräuchten eine zweite Normalbeschwörung, um seinen Effekt nutzen zu können. Das ist immer doof. Ja, von daher verzichtet man auch hier darauf, den Skelesaurier meistens zu spielen. Und genauso wie der Kauknochen, der halt auch kein Dino, sondern halt tatsächlich auch ein Zombie-Monster ist. Ja. Und dem Gegner halt Token halt spendiert, wenn er halt geflippt wird. Ja gut, das ist nicht immer von Vorteil. Das ist richtig. So, das Rettungskaninchen haben wir gerade schon einmal kurz angesprochen. In den alten Dino-Decks viel gesehen, um die normalen Dino-Monster aus dem Deck zu beschwören. Ist inzwischen aber auch nicht mehr nötig, weil das Deck auch so relativ schnell an die benötigten Dinosaurier halt drankommt. Ja. Gut, dann machen wir mit den Zauberkarten mal weiter. Ja, und die fossile Grabung ist wohl die beste Sucherkarte tatsächlich in dem Kontext, weil sie ein beliebiges Dinosaurier-Monster der Stufe 6 oder niedriger von unserem Deck halt suchen darf. Also das Suchspektrum ist hier tatsächlich größer als von vielen anderen Sucherkarten. Wenn man mal so guckt, Stärkung für die Armee sucht ja nur Krieger der Stufe 4 oder niedriger. Genau. Hier haben wir tatsächlich Monster der Stufe 6 oder niedriger. Also das Suchspektrum hier ist definitiv größer, zumindest und, was die Stufen angeht. Und nicht once per turn und bis jetzt auch noch nicht limitiert. Also ja. Ja, also quasi der ultimative Sucher für ein sehr offensives und krasses Deck. Genau. Gut, dann haben wir die große Evolutionspille, die uns Tributbeschwörung ein bisschen vereinfachen soll. Aber da gibt es mittlerweile eine etwas bittere Pille, würde ich mal sagen, die man da schlucken darf, die auch zu dem Zeitpunkt noch nicht vorhanden war. Die als das Set das erste Mal rauskam, war die doppelte Evolutionspille auf jeden Fall noch nicht da. Und die ist der absolute Knaller. Ja, die ist auf jeden Fall ein großer Vorteil gegenüber der großen. Ja, auf jeden Fall. So, der Zwillingstwister war auch hier damals ein sehr guter Reprint, weil der Zwillingstwister zu dem Zeitpunkt noch nicht so viele Prints, also Reprints hatte. Es ist ein zweiter Reprint nach dem Megapack. Genau, deswegen hier nochmal als Kampfvariante nochmal eine wirklich sehr gute generische Karte, um Zauber- und Fallenkarten zu entsorgen. Die bei Dinos auch sehr nötig ist, weil wenn man gerade als zweites spielen möchte und Dirk wieder stürmische Spiegelkräfte benutzt,
Braucht man ein Zwillingsfester. Ja, der ist definitiv nötig. So, dann haben wir Begräbnis aus einer anderen Dimension. Kann man spielen, wenn man halt möchte, um sich seine verwandten Dinosaurier zu recyceln und sie neu zu benutzen. Mhm. Wird aber in den meisten Fällen eher weniger getan. Also man hat den Gegner im Regelfall halt sowieso in seinem ersten Zug, den man halt macht, ja, wirklich runtergeklöppelt und da braucht man halt ein Begräbnis aus der anderen Dimension halt nicht. Nichtsdestotrotz ein guter, netter Reprint von einer Karte, die bei anderen, an den anderen Decks, wie zum Beispiel Zombies, ganz gut helfen kann. Ja. So, dann haben wir Verbergende Schwerter, die Zauberkartenversion von dem Ultimativlatte-Tyranno, um gegnerische Monster zu verdecken. Braucht man in den meisten Fällen da tatsächlich eher nicht. Nee, man hat ja den Ultimativleiter. Und genau, und die kriegt man da auch wirklich super aufs Spielfeld. Genau. So, dann haben wir Qual der Entscheidung, eine Karte, die man auch eher weniger in so einem Deck halt sieht, weil sie auch nicht wirklich zerstört und so den Deck auch nicht wirklich voranbringt. Nee. Deswegen auch eher eine eher nicht gesehene Karte. Dafür der unerwartete Die zwischendurch mal zu sehen, wenn man da das ein oder andere normale Monster mit reingeschmissen hat, wie zum Beispiel den Megaloreißer oder halt den Säbelsaurier, kann uns helfen, ein normales Monster in Stufe 4 aus dem Deck mal eben direkt zu zaubern. Ja, und auch ein schöner Reprint auch für andere Decks, die es spielen wollen. Absolut. Dann haben wir Landformen als Sucherkarte für unsere untergegangene Welt. Klar. Natürlich. Und dann gucken wir mal bei den Fallen noch mal kurz rein. Hier haben wir das Überleben der stärksten Fallenkarten eigentlich in dem Dino-Deck gar nicht gesehen. Denn nicht nötig, weil das Deck einfach so schnell zuhaut, dass einfach Fallen nicht gebraucht werden. Trotzdem wollen wir mal kurz die Karten aber grob durchgehen. Die wichtigsten werden wir mal ein bisschen näher uns angucken. Die Karteneffekte, wenn ihr das Video kurz pausiert, könnt ihr dann mal kurz durchlesen. Da werden wir nicht großartig drauf eingehen, denn die meisten, wie gesagt, werden einfach nicht gespielt. Genau. Ja, dann haben wir die fossile Ausgrabung. Neben der Grabung und noch die Ausgrabung. Dann das pünktliche Aussterben, die ich eigentlich persönlich ganz interessant finde in dem Deck. Denn während der Main-Phase können wir 2000 Lebenspunkte bezahlen und beide Spieler bis zum am Ende der dritten Battle-Phase nach der Aktivierung dieser Karte alle Karten, die wir kontrollieren, auf den Friedhof halt legen. Mhm. Also eine zeitverzögerte Massenzerstörung ist nicht so schlecht. Dadurch, dass wir aber erst drei Battle-Phasen erreichen müssen. Ja, ist im heutigen Format ein bisschen schwieriger. Mhm. Und auch tatsächlich eine Karte, die man eher weniger in einem Dinosaurier-Deck zu finden, vorfinden wird. Ja. Dann eher in anderen Decks, die darauf hoffen, dass sie auch dann die drei Battle-Phasen noch erreichen, um dann den Gegner wirklich alles wegzunehmen, was er wirklich kontrolliert. Ja. So, das Ojama-Trio, ein Tokengeber, um den Ultimativritter ein bisschen zu füttern. Mhm. Und dann außerdem noch Albtraum-Erzunterwälder, der effektiv genau das gleiche macht wie das Ojama-Trio. Nur noch mit entsprechend mehr Schaden, aber dafür auch mit mehr Angriff- und Verteidigungspunkten als mit den Ojama-Token. Ja, trotzdem ein Reprint, den man gar nicht so unberücksichtigt lassen sollte. Denn es gibt durchaus einige Karten, die auch davon profitieren, wenn der Gegner viele Monster hat. Mhm. Also von daher ist der Reprint gar nicht mal so schlecht, denn man kann beispielsweise den Erdgeburt Unsterblichen mit dem Aslapisku Pisku kann man halt profitieren davon, wenn er halt möglichst viele Monster zerstört. Ja. So, dann haben wir die bebende Spiegelkraft, so für mich die zweit- bis drittbeste Spiegelkraft, die wir so haben. Nach der stürmischen Spiegelkraft, die definitiv meiner Meinung nach die stärkste ist, kann die bebende Spiegelkraft auch hier wieder die Ultimativlatter-Tyranno-Kombo noch ein bisschen stärken, wenn man sie halt spielen möchte. Aber wie gesagt, in den meisten Fällen ist das gar nicht nötig, weil der eine entsprechenden Verdeckeffekt ja frei Haus mitliefert. Ja, aber falls man dann doch anfangen sollte... Ja, hat man damit eine Möglichkeit, schon mal den Gegner vorzubereiten für einen Großangriff. Ja, man kann die Karten nicht wieder aufdecken, also. Mhm, das ist richtig. So, dann haben wir Großes Horn des Himmels als deine Konterkarte. Außerdem verborgene Sprengladung für ein bisschen extra Schaden. Und dann noch passend zu unserer Spielfeldzauberkarte haben wir noch einen netten kleinen Token. Ja, Token sind ja mittlerweile auch ein bisschen beliebter geworden. Mhm. Wir haben ja letzte Woche ja auch das Legendary Decks vorgestellt. Da waren die Token auch wirklich ein sehr beliebter Gesprächspunkt, muss ich halt sagen. Mhm. Und ja, tatsächlich ein paar passende Token zu verschiedenen Karten zu haben, ist auch eine ganz feine Sache. Ja. Weil man sich ja dann ein paar Fragezeichen da sparen kann, was für eine Eigenschaft hat der Token, was für Level, Stärke, Angriff, Verteidigungspunktzahl und so weiter. Muss man die Karten nicht so oft lesen. Genau, da kann man einfach dann den Token einfach hinlegen, hat eine passende Karte und fertig. Ja. Ich finde das gut, dass Konami sich mittlerweile auch die Mühe macht, dann mehr Tokens zu machen. Mhm, weil das hilft, wirklich einige Fragezeichen zu verhindern. Ja. Gut, dann halt abschließend noch einmal die Einsteigeranleitung in digitaler Form. Das ist mittlerweile auch alles online zu finden. Dann nochmal ein bisschen Informationen und Werbung für die Switch-Spiele Legacy of the Duelist Link Evolution und für das Handyspiel Duel Links. Für diejenigen, die mobil nochmal ein bisschen spielen wollen. Auch immer wieder mit vertreten. Ja, und Werbung für Eternity Code, da dort auch der Bling Bling Dino drin war. Genau, als Reprint-Produkt kann man das natürlich sehr gut machen, auf aktuelle Produkte halt verweisen. Genau. Weil solche Support,
solche Support-Sets definitiv helfen. Ja. Also in der Basis ist das Structure Deck schon mal ein sehr guter Anfang, um sich ein sehr starkes, tatsächliches Deck zu bauen, was auch im heutigen Format wirklich sehr gut noch mithalten kann, gerade auch gegen viele größere, stärkere Decks. Haben wir wirklich die Möglichkeit, ein starkes offensives Feld schnell aufzubauen. Und mit nur wenig extra Material, was wir brauchen für das Deck, haben wir wirklich ein sehr, sehr mächtiges Deck. Also das kann man grob zusammenfassen. Von daher, wer das Dino-Deck sich noch nicht näher angeguckt hat, hat jetzt noch mal eine gute Gelegenheit, es sich zuzulegen. Denn ich denke auch langfristig werden die Dinos immer wieder noch ein kleines bisschen extra Support bekommen, der sich sehen lassen kann. Und solange wir so einen Bossmonster wie den Kollegen haben, wird auch Dinos immer wieder mal gespielt werden. Ja. Ja. Das ist so meine abschließende Rezension. Was denkst du? Ich finde es ein bisschen schade, dass da kein Extra-Deck dabei ist, weil die Extra-Deck-Monster für die Dinosaurier, gerade der Evolsa Lagia und Evolsa Dolka, sind doch sehr, sehr gute Monster. Sind gar keine Dinosaurier, sondern tatsächlich Drachen. Das ist halt mit der untergegangenen Welt ein bisschen schlecht. Aber das Deck ist wirklich super stark. Auch drei Structure-Decks alleine bringen das Deck schon echt nach vorne. Da braucht man gar nicht so viel Extra-Karten. Ich finde es super Deck. Spiele ich gerne. Ja, glaube ich dir gerne, weil macht auch echt eine Menge Aua. Von daher, ja, ein cooles Deck auf jeden Fall. Ihr legt es euch zu, falls ihr Interesse gefunden habt. Falls ihr jetzt noch eine Meinung zu dem Deck äußern wollt, schreibt gerne ein paar nette kleine Kommentare unter dem Video. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut.